Moin, jo, mal wieder ein weiteres Kokosnuss versus Messer, Coconut versus Knife, Folding Knife Testvideo. Da gibt's ja wirklich jetzt schon einige und Cold Steel ist eine Marke, der habe ich jetzt schon ziemlich oft auf dem Zahn gefühlt. Ich denke, nach diesem Video können wir es auch mal sein lassen. Ich gehe mal davon aus, hier haben wir das ProLight Modell, ein Budget Modell, ein Low Budget Modell aus der Cold Steel Reihe und ich gehe mal davon aus, dass der Triad Lock auch hier nicht versagen wird. Ja, Cold Steel hat sich da immer als äußerst robust erwiesen und die Kokosnuss werden wir jetzt gleich hier knacken. Beste Grüße gehen erstmal auf diesem Wege raus an Klingenreich. Link zum Bezug findet ihr in der Videobeschreibung. Klingenreich hat den Vertrieb von Cold Steel. Da findet ihr alle Modelle. Wenn ihr Fragen habt, ist das euer Ansprechpartner. Und ja, diese Nummer hier, dieses Messer hat mir Klingenreich wieder kostenlos zur Verfügung gestellt für dieses Testvideo. Ein weiteres Mal haben die ihr okay gegeben und gesagt, jo, wir schicken dir was zu, tob dich mal an der Kokosnuss aus. Und finde ich wirklich stark. Vielen, vielen Dank geht an euch raus. Ja, wo wir gerade, oder ich jetzt gerade Handschuhe anhab, auch so eine Thematik, die bei mir viel zu wenig vorkommt, schlicht und einfach, weil ich so gut wie nie mit Handschuhen arbeite. Ganz selten mal, wenn ich Outdoor, also wenn ich einen Overnighter mache und da mal Handschuhe anhab, aber das passiert wirklich selten. Und dann merkt man schon, dass die Handlage und das Öffnen und auch das Schließen eines Messers viel, viel schwerer wird, gerade jetzt mit diesen ja recht festen, gummierten, recht dicken gummierten Handschuhen, da ist die Öffnung gar nicht so easy. Hinterlasst gerne zu dieser Thematik auch mal ein Thema, welche Öffnung ihr da als die beste erachtet. Ich gehe mal davon aus, dass das Messer ja mit dem Spidey-Hole, mit dem großen Spidey-Hole sich da sehr, sehr angenehm öffnen lassen. Hier geht das jetzt über den Daumenpin, aber ist schon etwas erschwert. Jo, hier das Tanto-Modell ProLight, da wird eine, ich würde mal sagen, minimal kurze Vorstellung noch zukommen und überhaupt eine weitere Aktion. Dazu am Ende des Videos noch ein paar Worte. Checken wir das jetzt erstmal aus. Beim letzten Mal ging das ratzfatz, da waren das 10 Schläge, glaube ich. Diesmal, also ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass es so schnell geht. Wir haben eine kürzere Klinge, noch weniger Gewicht bei diesem Modell. Ich hoffe einfach mal trotzdem, dass innerhalb einer Minute die Nummer hier rum ist. Aber mal sehen, vielleicht klappt es auch nicht. Ich lege einfach mal los. So, hat in der Tat ein bisschen gedauert. Kokosnuss sieht nur so lala nice aus. Mal gucken. Ja, nee. Es ist zum Mäusemelken. Ich glaube, im Schnitt bei meinen Kokosnussvideos wirklich jede dritte, wenn nicht noch mehr Kokosnuss, kannst du in die Tonne treten. Eigentlich sollte ich mit dem Video zu den Supermärkten hin, wo ich die Teile gekauft habe. Na toll. Das ist schon ärgerlich. Kokosnüsse sind gar nicht so günstig. Na gut, das ist nebensächlich. Cold Steel, Triad Lock, ProLight, Tanto. Stark. Das waren wirklich viele Schläge. Absolut null. Null Spiel. Klinge steht gut, das ist einfach überzeugend, der Hammer, ja, der Triad Lock, kann der was? Yep, der kann was. Cold Steel Modelle
klingreich eure Adresse. Und wenn ihr euch fragt, warum liegen denn hier nochmal Pakete, warum liegt denn hier nochmal ein ProLight mit einer Clippoint-Klinge und noch ein ProLight mit einer Tanto-Klinge und noch ein ProLight mit wieder einer Clippoint-Klinge. Diese Frage wird in Kürze beantwortet. Mal sehen, vielleicht in 2-3 Tagen, vielleicht in einer Woche. Demnächst auf jeden Fall. Es sei nur so viel gesagt. Besten Dank geht raus an Klingreich. Sehr coole Aktion. Und da werden sich ein paar Leute mit etwas Glück demnächst freuen dürfen. Aber dazu dann im nächsten Video zum ProLight Tanto von Cold Steel, beziehungsweise ProLight Clip und Tanto von Cold Steel. Ja, genau. Im nächsten Video dazu mehr. Alles klar. All knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.